Herzlich willkommen schon mal zu diesem Webinar mit dem Thema Autoturn Online Schleppkurven Analyse in der Cloud. Mein erstes Beispiel wird ein Parkplatz sein vor einer Einkaufshalle. Ich klicke hier zunächst auf Neue Zeichnung und habe hier die Option, ein Bild hochzuladen oder eine CAD-Zeichnung. Im ersten Beispiel möchte ich eine CAD-Zeichnung hochladen. Ich klicke auf Datei auswählen. Ich habe sie auf dem, die Datei auf dem Desktop gespeichert und klicke hier einfach auf meine Zeichnung. Ich sehe nun die Größe der Datei, 1,2 Megabyte. Dazu ist zu sagen, dass Autoturn Online die Größen, Dateiengrößen von bis zu 10 Megabyte unterstützt. Die Einheit ist ein Meter und ja, ich klicke auf OK. Lädt kurz und gleich ja, öffnet sich die Zeichnung in Autoturn Online. Ja, vielleicht noch eine Info dazu. Die Verwendung einer CAD-Geometrie in Autoturn Online bedeutet, dass wir keine Skalierung benötigen, da die richtige Skalierung aus der CAD-Geometrie verwendet wird. In meinem ersten Beispiel führe ich nun eine Schleppkurvenanalyse bzw. ein Parkmanöver eines PKWs auf einem Parkplatz vor einer Einkaufshalle durch. Ich klicke nun als erstes auf Fahrzeug wählen. Vielleicht, bevor ich anfange, ein ganz kurzer Schwenk auf die Funktionsbutton, die Sie hier bei Autoturn Online sehen. Sie sehen links die Option, ich kann hier ein Fahrzeug wählen, daneben meine Simulation setzen. Ich habe auch die Möglichkeit einer Wegführungssimulation. Ich kann hier Fahrzeuge platzieren, Fahrzeuge löschen, Simulation fortsetzen. Ich kann auch, wenn ich zum Beispiel mit dem letzten Abschnitt meiner Simulation nicht zufrieden bin, diesen ohne weiteres löschen. Ich kann ein Profil setzen meines Fahrzeugs und habe hier auch verschiedene ja, Anzeigemöglichkeiten in den Eigenschaften. Da komme ich auch noch dazu in einem, ja, extra Beispiel dafür. So, wie gesagt, in meinem ersten Beispiel möchte ich ja, erstmal natürlich ein Fahrzeug wählen. Sie sehen hier bereits, ich habe in meinem Account Fahrzeuge bzw. Fahrzeugbibliotheken nach Richtlinien aus der ganzen Welt freigeschaltet, Australien, Nordamerika, Europa. Aber in meinem Beispiel möchte ich zunächst einen PKW aus der deutschen Richtlinie FGSV verwenden. In der Suchleiste gebe ich nun FGSV ein und sehe hier meine Fahrzeuge aus der FGSV. Habe hier einen Gelenkbus, großen, kleinen LKW, einen Lastzug, Müllfahrzeuge, PKW, Sattelzug und Transporter. Wie gesagt, in meinem Beispiel möchte ich einen PKW wählen. Ich sehe hier auch die Maße nach der FGSV-Richtlinie. Ich bestätige, klicke auf OK und kann sozusagen jetzt im nächsten Schritt mit meiner Bogenfahrt-Simulation beginnen. Ich mache es vielleicht gleich ein bisschen größer, das Bild. Wie gesagt, es läuft automatisch mit Maus, Mausrad, kann mir sozusagen die Größe einrichten. So, ich kann hier, wie gesagt, auf Bogenfahrtsimulation klicken und kann jetzt nun das Fahrzeug platzieren. Ich möchte es einfach schon mal hier in den, Parkplatz platzieren, bestätige mit der linken Maustaste und kann sozusagen hier die Simulation starten. Rechts, kurz noch eine kleine Erwähnung, öffnet sich dabei gleichzeitig ein Fenster. Dies zeigt mir an, welches Fahrzeug ich verwende, von welcher Richtlinie. Ich führe aktuell eine Bogenfahrt vorwärts aus. Es gibt auch die Rückwärtsmöglichkeit, da komme ich auch noch dazu. Sie sehen den, maximalen Lenkeinschlag, der angezeigt wird. Die Geschwindigkeit ist angezeigt und auch verstellbar. Ich lasse hier die Geschwindigkeit auf 10 km/h und führe nun mein Parkmanöver durch. Wie gesagt, ich kann hier einfach ganz einfach durchklicken und ziehen des Fahrzeugs. Das Fahrzeug einfach hier sozusagen die Schleppkurve Fahrzeugbewegung simulieren. So, ich möchte einfach um den, sozusagen, um die Ecke gehen. Ich suche mir sozusagen einen
einen schönen Parkplatz. Ich sehe, das ist ohne weiteres möglich. Möchte ich auch um die Ecke fahren und suche einfach einen, ja, einen passenden Parkplatz. Und wenn ich zufrieden bin, klicke ich einfach auf Beenden und habe sozusagen mein erstes Parkmanöver beendet. Was ich auch machen kann oder was wir auch mal raten nach der sozusagen Analyse, einfach immer das Profil mit reinsetzen in die Analyse. Ich kann ja einfach sozusagen hier den PKW mit in die Zeichnung einfügen. Okay, im zweiten Beispiel möchte ich ebenfalls nun ein Parkmanöver durchführen. Also ich bleibe jetzt hier erstmal in der gleichen Zeitung, in der gleichen Zeichnung und verwende aber diesmal einen Gelenkbus ebenfalls aus der FGSV verwenden. Ich klicke wieder auf aktuelles Fahrzeug wählen und ich hatte ja vorher die FGSV ausgewählt, die ist mir noch angezeigt und ich klicke hier einfach auf den Gelenkbus. Wie gesagt, Maße sind wieder hier angezeigt und ich bestätige mit OK und kann hier wieder mein Fahrzeug ganz einfach setzen auf der Zeichnung. Genau. Und kann hier, wie gesagt, es öffnet sich wieder das Fenster mit den wichtigsten Daten zu dem Fahrzeug, maximaler Lenkeinschlag, Geschwindigkeit, welche Richtlinie. Und ich kann sozusagen hier mein Fahrzeug voranbringen. Ich mache es ein bisschen größer. Also ich möchte da sozusagen ein Parkmanöver durchführen. Genau, Sie sehen, das ist ein sehr dynamisches Tool. Es ermöglicht da wirklich eine sehr dynamische Schleppkurve. Hier möchte ich es vielleicht ein bisschen größer machen, um wirklich zu zeigen, ich komme hier ohne große Probleme. Genau, hier rum. Genau. Und kann hier einfach dann hier mein Parkmanöver beenden. Wenn ich fertig bin, klicke ich wieder auf Beenden und habe sozusagen hier meine Simulation beendet. Genau, ich möchte sozusagen jetzt wieder hier mein Fahrzeugprofil platzieren. Klicke hier einfach auf Fahrzeugprofil und setze es sozusagen neben die Analyse, neben die Zeichnung. Okay, jetzt würde ich zu meinem nächsten Beispiel kommen. Jetzt in dem Fall durch die Zeichnung oder mein Ergebnis nicht speichern. Ich klicke einfach auf Lassen und komme zu meinem nächsten Beispiel. Für dieses Szenario verwende ich eine aus Revit exportierte DXF-Datei. Im Beispiel handelt sich es um ein Industriegebäude mit einem großen Parkplatz davor. Im Szenario möchte ich jetzt nun sozusagen Güter von meinem LKW zu einer eingezeichneten Laderampe entladen. Ich wähle dazu zunächst wieder ein passendes Fahrzeug. In meinem Beispiel möchte ich ein Fahrzeug aus der FGSV wählen und wähle einen kleinen Handels-LKW. Klick auf Bestätigen und möchte sozusagen dann gleich hier mit meiner Simulation beginnen. Ja, möchte das Fahrzeug wieder setzen und kann sozusagen hier mit der Fahrzeug-Simulation beginnen. Genau, und möchte einfach ein Rückwärtsmanöver
sozusagen dann hier starten, um meine sozusagen meine Güter zu entladen und sehe, das ist ohne weiteres möglich. Genau. Okay, was ich jetzt noch machen kann, auch zwecks Präsentationszwecken, ich kann jederzeit ein Fahrzeug in die Simulation. Jetzt kurz, aber hier zum Beispiel kann ich hier einfach ein Fahrzeug platzieren und genau, wenn ich das beenden möchte, kann ich das jederzeit. Ich sagte, das hat es ein bisschen geladen, aber ich sehe hier sozusagen, ich kann hier die Fahrzeuge dann in die Simulation platzieren. Ein nächstes Beispiel ist wieder im Bereich Laderampe. Und diesmal haben wir direkt eine Laderampe und ich möchte dort wieder ein Rückwärtsmanöver simulieren. Diesmal werde ich aber den großen LKW aus der FGSV wählen. Ich klicke wieder auf die Zeichnung und sehen eigentlich, das geht sehr zügig. Aber jetzt in dem nächsten Beispiel möchte ich hatte ja vorhin schon mal die Einstellungsmöglichkeiten erwähnt. Genau, ich klicke hier einfach mal drauf und Sie sehen, Sie haben da wirklich viele Einstellungsmöglichkeiten. Auch farblich, Wege, Wegsymbole. Jetzt in dem nächsten Beispiel möchte ich einfach mal den Fahrzeugwinkel angezeigt haben und ich möchte auch einen Karosserieabstand setzen. In dem Beispiel mache ich einfach, hatte ich schon sozusagen notiert, 5,5 Meter links, rechts. Ich klicke auf OK und das sollte mir nun farblich angezeigt werden. So, ich habe hier in dem Beispiel schon den großen LKW ausgesucht. Ich klicke auf OK. Und kann hier sozusagen wieder mit der Simulation beginnen. Ich setze das Fahrzeug ab. Und jetzt sehen Sie gleich schon zum einen hier den Fahrzeugwinkel, der angezeigt wird, und zum anderen in Gelb der halbe Meter links und rechts der Karosserieabstand. Genau, also ich fahre rein sozusagen. Und kann hier dann, wie gesagt, sehr dynamisch meine Vorwärtsbewegung machen. Und dieser Pfeil, der am hinteren Teil des Fahrzeugs zu sehen ist, ermöglicht mir hier die Rückwärtsfahrt. So, ich möchte einfach hier sozusagen dann schauen, dass ich hier eine Rückwärtsfahrt mache. Ich klicke mal hier weiter, dass ich dann sozusagen ohne Probleme... dann hier meine Simulation fortführen kann. Wenn ich zufrieden bin, klicke ich auf Beenden und sehe auch, dass ich hier selbst mit dem halben Meter links und rechts den Karosserieabstand da keine Probleme bei dem Rückwärtsmanöver habe. Nach Abschluss der Simulation würde ich wieder mein Profilbild gerne einfügen, also das Profilbild des Fahrzeugs und ja, kann, wie gesagt, das Ergebnis dann wieder speichern, exportieren und ja. In meinem nächsten Beispiel möchte ich nur mit einem Luftbild arbeiten. Ich habe mir hier das Beispiel Parkplatz Einkaufszentrum ausgesucht. Denken Sie immer daran, wenn Sie mit Autoturn Online an einem Luftbild arbeiten, müssen Sie zunächst eine Referenz auf dem Bild skalieren. Da ich das von mir verwendete Luftbild bereits mit der richtigen Skalierung gespeichert habe, muss ich hier nicht skalieren. Im aktuellen Beispiel möchte ich herausfinden, ob ein Löschfahrzeug auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums auf einen Wasserhydranten zugreifen kann. Der Wasserhydrant befindet sich hier.
Für dieses Beispiel benutze ich einen Feuerwehrwagen aus der niederländischen Richtlinie Crow. Und ja, das Fahrzeug heißt dann L-Wagen. Ich klicke Bestätigen, okay, und kann sozusagen wieder mein Fahrzeug setzen. Klicke wieder auf Bogenfahrtsimulation erstellen und ja, klicke oder setze, platziere mein Löschfahrzeug in das Luftbild. Hier habe ich ebenfalls noch von der vorherigen vom vorherigen Beispiel auch den Abstand mit eingestellt. Also Sie haben hier einen halben Meter links und rechts und wir sehen auch wieder, dass die Winkel, dass der Fahrzeugwinkel angezeigt wird. Ich sehe, dass ich hier ohne weiteres, ohne Probleme reinfahren kann in das Einkaufszentrum. Und ja, werde ich ein bisschen ausschwenken leicht. Und ja, kann hier dann ohne weiteres hier mein Fahrzeug platzieren und habe hier Zugang zum Wasserhydranten. Nachdem ich sozusagen den Zugang zum Hydranten des Löschfahrzeugs simuliert habe, möchte ich natürlich dann auch simulieren, ob das Fahrzeug aus dem Parkplatz des Einkaufszentrums wieder hinausfahren kann. Ich klicke dann sozusagen hier dann erstmal auf die Simulation, habe hier die Option bestehende Simulation fortsetzen. Genau hier, wieder am Ende des Fahrzeugs habe ich die Option der Rückwärtsfahrt und ja, ich möchte hier erst leicht zurückfahren und kann hier wieder auf meine Vorwärtsbogenfahrt umstellen und kann hier sozusagen dann ja, beginnen aus dem Parkplatz ja, hinauszufahren. Sie sehen hier, es ist wirklich eine sehr dynamische Sache, ein sehr dynamisches Tool und ja, kann hier sozusagen gucken, dass ich hier auch dann die Fahrbahn richtig einhalte und genau, kann hier ohne Probleme aus dem Parkplatz des Einkaufszentrums hinausfahren. Zu Ende der Simulation möchte ich wieder mein Fahrzeugprofil, das ich verwendet habe, einfügen in die Zeichnung. Das ist wie gesagt der L-Wagen, das Löschfahrzeug. Und ja, habe sozusagen hier die Simulation in dem Beispiel jetzt beendet. Okay, jetzt werde ich wieder zu meiner PowerPoint zurückgehen. Und als nächstes ja, wie gesagt, ein Beispiel zeigen zum Thema Google Maps Integration in AutoTurn Online. Genau, demnächst, wie gesagt, ist geplant, die Google Maps Funktion in AutoTurn Online zur Verfügung zu stellen. Sie haben dann neben der Option eine CAD-Geometrie als DXF-Datei oder ein Luftbild hochzuladen, eine dritte Option, nämlich den Google Maps Button. Wie gesagt, in meinem Beispiel habe ich jetzt ein kleines Video dazu vorbereitet. Sie geben sozusagen dann einfach zoomen und können sozusagen dann, ich sagte, in dem einfach ein Simulator aus dem Parkplatz hinausfährt, dann simulieren. Ja, speziell für Vectorworks-User. Wir haben in Vectorworks 2019 bereits automatisch AutoTurn Online, eine AutoTurn Online-Schnittstelle integriert. Fahrzeugbundles müssen aber ebenfalls separat erworben werden. Genau, jetzt ist eine kurze Zusammenfassung.
was wir gesehen haben. Wir haben gesehen, Autoton kann Vorwärts-Rückwärts-Manöver simulieren. Sie können Fahrzeugabstände, Entfernungen überprüfen. Sie haben Fahrzeugbibliotheken nach nationalen Richtlinien. Sie haben die Möglichkeit, mit Luftbildern zu arbeiten. Es läuft auf PC und Macs. Sie können das Ergebnis speichern, exportieren. Es ist immer und überall zugänglich. Sie haben einfache Speicherungsmöglichkeiten. Die Autoturn Engine steckt dahinter und es wird demnächst eine Google Maps Integration geben. Ja, wer noch nicht Autoturn Online ausprobiert hat, den lade ich da hiermit herzlich dazu ein. Unter der gegebenen Autoturn Online Webseite haben Sie einfach, wie gesagt, einen kostenlosen Zugang zu einer 7-tägigen Testversion. Anschließend bieten wir die Möglichkeit einer jährlichen oder monatlichen Miete. Sie können dort, wie gesagt, zwischen regionalen Fahrzeugbibliotheken nach nationalen Richtlinien wählen, wie zum Beispiel für Deutschland die FGSV, haben aber auch erweiterte Fahrzeugbibliotheken mit verschiedenen Themengebieten wie Stadtfahrzeuge, Bau, Bergbau und Hafen. Ja, hier ist einfach nochmal ein kurzes Beispiel. Wie gesagt, Deutschland, die Preise links, das sind die Mehrwertsteuer, ist da sozusagen draufgepackt. Sie sehen eigentlich, dass es dann wirklich auch eine sehr, sehr günstige Option ist. Die Autoturn Monatsmiete müsste sich um die 80 Euro, wenn man die Umsatzsteuer angegeben hat, und die Jahresmiete sich auf ca. Zwischen 450 und 500 Euro belaufen. Wie gesagt, daneben gibt es die Option Themenbibliotheken, die sind sogar etwas günstiger zu wählen. Bau, Bergbau, Hafen und Stadtfahrzeuge haben wir da im Angebot. Wie gesagt, registrieren Sie sich einfach kostenlos und probieren Autoturn Online. Jetzt würde ich noch gerne auf ein paar Fragen, die sozusagen während des Webinars gestellt wurden, eingehen. Ich habe mir einfach ein paar Fragen parallel mitnotiert. Eine spannende Frage ist zum Beispiel, ja, wie geht es nach Ablauf der Testzeit weiter? Nach Ablauf der 7 Tage Testzeit ist die Testversion einfach abgelaufen. Es gibt sozusagen keine automatische Verlängerung, beziehungsweise natürlich keinen automatischen Übergang zur Miete. Wir hoffen aber natürlich, dass viele Kunden nach dem Testen von Autoturn Online von der Software überzeugt sind und sich entweder für die angebotene Monats- oder Jahresmiete entscheiden. Eine weitere Frage war, ob es die Möglichkeit eines Vollerwerbs von Autoturn Online gibt. Wie gesagt, aktuell bieten wir die Software nur als Monats- und Jahresmiete an. Vollerwerb bieten wir in unseren CAD-basierten Softwareprodukten Autoturn Pro, Standard und Light an. Da bieten wir auch neben einer Miete auch den Vollerwerb an. Eine weitere Frage, die ich auch gerne beantworten möchte, ist, gibt es in Autoturn Online die Möglichkeit, Fahrzeuge selber zu erstellen? Also diese Optionenfunktion gibt es leider nicht in Autoturn Online. Also da sozusagen müssen die Fahrzeuge nach den nationalen Richtlinien verwendet werden. Wer, ja, sage ich mal, selber gerne Fahrzeuge erstellen möchte, der kann dies aber in unseren Vollversionen Autoturn Pro und Standard tun. Eine letzte Frage auch noch, die ich auch noch gerne beantworten wollen würde, war, gibt es die Möglichkeit eines Firmenaccounts für Autoturn Online? Also aktuell gibt es die Möglichkeit nicht, vielleicht in Zukunft, je nach Anzahl der User der jeweiligen Firma. Aktuell ist es sozusagen so, dass der Zugang personifiziert ist. Das heißt, jeder Mitarbeiter braucht seinen eigenen Login. Ansonsten würde ich mich auf jeden Fall für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und würde Ihnen noch einen schönen Nachmittag und eine schöne Woche wünschen.